Du bist liebenswert, du bist gut genug. Das Gewicht oder Aussehen ist einfach eine zusätzliche Sache. Ich wollte lange selbstständig sein. Das war die beste Entscheidung. Ich fand es sehr cool und das ist genau, was ich damals gebraucht habe. Was zeichnet eine erfolgreiche Gründerin aus? Wenn ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, seid ihr genau richtig bei einer weiteren Ausgabe zu Gründergeschichten. Heute zu Gast Remy Haig. Remy, herzlich willkommen. Remy, was machst du? Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich habe vor 2 Monaten mein Business gegründet und in meinem Business helfe ich Frauen raus, diese Diätzirkus rausgehen, Frauen, die gerne gesünder werden wollen und sich wohlfühlen in ihrem Körper. Was bietest du da an Leistungen alles exakt an? Das mache ich mit 1-zu-1-Coaching oder in Gruppencoaching. Das ist auch ein Format. Und am meistens, also mein Fokus geht am meistens um gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Also ich bringe meine Kundinnen bei, wie sie selber diese gesunde Gewohnheiten aufbauen können und dadurch abnehmen und dadurch sich wohlfühlen in ihrem Körper. Schön. Was ist die wichtigste Nachricht, die wichtigste Message für deine Kunden und Kundinnen vor allem? Egal wie du denkst, dass du aussiehst, egal wie dein Körper aussieht, egal welches Gewicht bist du oder hast du, du bist liebenswert, du bist gut genug, und du bist gut, Punkt, weil du bist. Und das Gewicht oder Aussehen ist einfach eine zusätzliche Sache. Welche drei Praxistipps hast du für unsere Kunden und für mich, um ab heute fitter und leistungsfähiger zu sein? Erstmal Wasser trinken. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Sehr wichtig für unseren ganzen Körper, aber am meisten auch für unseren Metabolismus und weiter. Zweitens Bewegung. Jeden Tag Bewegung. Und Bewegung muss nicht jetzt 2 Stunden Workout im Fitnessstudio sein. Bewegung kann auch Spaziergang sein. Also Bewegung kann auch 10 Minuten Stretching zu Hause sein. Einfach jeden Tag was tun. Und dritte, mehr Gemüse integrieren. Also mehr Gemüse, entweder gekochte oder frisch oder egal. Also einfach in jede, also versuch mal in jede Mahlzeit mehr Gemüse dabei zu haben. Also Wasser, auch wenn Kaffee besser schmeckt, Wasser, Bewegung und Gemüse. Genau. Okay. Was hat dich motiviert, in so herausfordernden Zeiten wie diesen, in denen andere es nicht wagen? Was hat dich motiviert, dich jetzt selbstständig zu machen? Ich wollte lange selbstständig sein. Also ich war schon lange in diesem Bereich. Das hat mich von Kindheit sehr interessiert. Damals hat meine Mama auch viel zugenommen. Also sie hat abgenommen. Also sie hat 30 Kilo oder 35 Kilo ungefähr einfach abgenommen, als ich 12 war, und damals habe ich immer angefangen zu fragen, okay, also wieso? Was ist das Essen? Wieso isst du das nicht oder das nicht? Und was ist diese ganze, also natürlich Umstellung, ne, zu Hause? Und seitdem war ich in diesem Bereich, hat mich sehr interessiert, habe ich das auch studiert, und damals auch in Israel, woher ich komme, und hier auch den Personal Training und so weiter habe ich weiterentwickelt, und ich habe verstanden, ich habe wirklich, also so viel Erfahrung und so viel Wissen, um andere Frauen wirklich zu helfen, also wirklich was beibringen. Und irgendwie konnte ich das nicht nur bei mir behalten.
Und das hat mich sehr motiviert. Und vor allem jetzt in dieser Zeit, wo viele von meinen Kunden auch viel mehr Homeoffice machen und weniger bewegen, dachte ich mir, okay, also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese Unterstützung, diese Frauen zu geben. Die Gründung ist ja jetzt schon einige Wochen, Monate her. Wie ist es gelaufen seither? Ja, wow. Viel besser als gedacht. Viel besser als gedacht? Viel besser als gedacht, vielen Dank. Also danke auch deine Unterstützung, muss ich auch sagen. Also ich hab irgendwie verstanden, das geht um viel natürlich praktische Sachen, also Sachen, die ich machen tun natürlich jeden Tag und so weiter, aber das geht am meisten um mein Mindset und wie ich das mir vorstelle. Und wenn ich mir das vorstelle, okay, also diesen Monat werde ich richtig guten Monat haben, dann kommt es irgendwie doch so, weil dann sind meine Aktionen genauso und was ich genau tue jeden Tag, das alles läuft genau in der Richtung. Natürlich gibt es auch Tage, wo das nicht genau das ist, aber dann schnell gehe ich wieder in meine positive Mindset und bearbeite ich erstmal daran. Also ich habe so verstanden, dass nicht immer das Kampagnen was ist, sondern hier mein Mindset. Und wenn ich das verbessere, wird mein Kampagnen bestimmt auch besser. Cool, Glückwunsch. Danke. Was waren die größten Herausforderungen bei der Gründung? Es gibt viel, aber am meisten glaube ich, bei mir zumindest, ist erstmal Time Management. Da habe ich immer noch, also damals haben wir auch mit Coaching darüber gesprochen, aber habe ich immer noch so Kleinigkeiten, wo ich denke, nein, aber ich kann besser sein oder ich kann mehr produktiv sein. Was ich glaube, diese Gedanke werde ich bestimmt immer haben. Ich kann mehr, ich kann besser, ne? Was auch gut ist. Aber ich glaube, Time Management ist bei mir noch eine Herausforderung. Noch eine ist wahrscheinlich, ist, wie vorhin gesagt, also auch diese Mindset, wo die Tage, die nicht so gut sind, dann kann man wirklich in so eine schlechte Mindset gehen und denken, oh mein Gott, also woher kriege ich noch Kunden oder was mache ich jetzt zunächst oder was ist der nächste Schritt? Und das ist auch Herausforderung, weil das ist wie so, ja, also einfach Training für den Gehirn, weil, ne, also einfach immer zurück zum Positiv denken und immer zurück zum Positiv, was positiv tun. Was hat dir dabei geholfen, immer wieder dahin zurückzukehren? Also ich glaube, mein großes Ziel einfach, also ich habe immer das Ziel vor Augen, ich habe immer also dieses Warum, ne? Also why, also wieso mache ich, was ich mache, ich glaube, das ist das und dann, wenn ich ein bisschen so runtergehe mit meinem Mindset, dann gehe ich direkt so, okay, warte mal, also das ist größer als jetzt mein Mindset, mein Ziel ist größer als ja, als heute, wo ich einfach keine Laune habe. Und wenn ich das dann immer sehe, und wenn das Ziel ist richtig vor meinen Augen die ganze Zeit, dann hilft das viel mehr, weil dann kann ich ein bisschen schnell zurück von diesem Loch kommen. Sehr schön. Wenn du nochmal in die Zeit vor der Gründung zurückblickst, wovor hattest du da die meisten Bedenken? Ängste, bestimmt. Also Ängste von wow, ich werde das nie schaffen, ich werde wahrscheinlich nie erfolgreich sein, was ist Erfolg, ich werde bestimmt einfach, ja, also das nicht gut tun, einfach viel Ängste, viel, viel Ängste. Wie siehst du das heute im Rückblick? Das ist ein lustiges Ding. also ich glaube, je weiter man ist, desto noch mehr Ängste, neue Ängste kommen. Also jetzt, wenn ich im Rückblick denke, ich denke, wow, also natürlich kannst du das schaffen. Natürlich, also wenn ich mit mir vor ein paar Monaten sprechen würde, dann würde ich sagen, natürlich, schaffst du das, natürlich, es ist nichts. Aber jetzt habe ich andere Ängste. Ne? Also das ist immer so, jede Stufe kommt was Neues. Aber wie gesagt, das ist einfach... Was ist jetzt gerade neu?
Ja, also einfach wie es weitergeht, also wie kann ich das noch größer machen, also wie kann ich mehrere Frauen helfen und erreichen, genau. Was waren die größten Erfolge, seit du begonnen hast? Es ist schwer zu antworten, weil ich denke, alles war Erfolg, um ehrlich zu sein. Also früher hätte ich gedacht, okay, Erfolge ist ein Zahl in meinem Bankkonto. Jetzt denke ich ein bisschen anderes. Ja, natürlich ist es cool. Was ist es jetzt? Also ich glaube, jetzt ist mehr, was ist mein Impact? Also was, wie kann ich was besser in diese Welt bringen? Also wie kann ich andere Frauen helfen? Also ja, und ich denke, das war mein größerer Erfolg, sage ich mal, wenn ich jetzt mein Online-Programm aufgemacht und da kamen so viele Frauen, ich konnte das nicht wirklich, also ich bin sehr dankbar, weil da waren viel mehr Frauen, als ich gedacht habe und es war einfach großartig und wenn ich sehe ihre Ergebnisse oder ihre Resultate, dann denke ich mir, wow, also das ist Erfolg für mich. Sehr schön. Ja. Du hattest dich bei der Gründung entschieden, mit einer Beratungsagentur zusammenzuarbeiten. Was waren die Gründe dafür? Ich wusste unbedingt, dass ich Unterstützung brauche. Mhm. Ich wusste, dass ich unbedingt Hilfe brauche, einfach. Aus welchem Grund wusstest du das? Also wie gesagt, ich wollte seit lange selbstständig machen, aber ich glaube, also ich habe davor so eine Zeit, wo ich freiberuflich war, aber das war nicht so erfolgreich, also ne, das war ein bisschen, also nicht wirklich ein Business, das war nicht wirklich seriös. Und ich dachte, okay, also dieses Mal, ich mache das richtig, also ich mache das seriös, das ist ein Business, ich baue mir ein Business, also mein Traumbusiness auf. Und dazu brauche ich Hilfe. Mhm. Und das war unbedingt wichtig für mich. Warum hast du dich für die X-Group entschieden? Worüber wir uns natürlich sehr freuen. Was hat den Ausschlag für uns gegeben? Ja, ich freue mich auch natürlich. Das war die beste Entscheidung. Also ich habe von der X-Group vor, glaube ich, 3 Jahren gehört oder 4 Jahre sogar. Und wie gesagt, damals, als ich mich selbstständig machen wollte, dann war ich immer so online gesucht, Events oder irgendwas mit Business, also wo ich so quasi mehr Informationen haben kann. Und da habe ich die X-Group auf so Meetup-Event gefunden und dann war ich hier tatsächlich, also in diesem Büro vor, wie gesagt, 3 oder 4 Jahren. Ja, und davon habe ich gehört und damals auch sogar, ich weiß noch zu sagen, also ich kann dir mal zeigen, also ich habe so ein Heft, da habe ich alles geschrieben und dann damals dachte ich mir, okay, also diese Agentur, also irgendwas hier hat mir gut gepasst und dachte ich mir, okay, das bleibt hier in meinem Kopf und dann 3 Jahre später oder 4 Jahre später, zu euch gekommen. Das Heft will ich unbedingt nochmal sehen, wo du das geschrieben hast. Ja. Du hast mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, mit verschiedenen Coaches und Beratern in diesem Prozess. Ja. Wie war das für dich, mit verschiedenen Experten zu arbeiten? Ich fand das sehr cool. Ich glaube, jeder bringt seine Erfahrung, seine Wissen natürlich. Also jeder hat was anderes. Und ich glaube, das gefällt mir, weil ich denke, wir können von jedem was lernen. Und vor allem Coaches. Also Coaches haben mehr Erfahrung als ich wahrscheinlich in diesem Bereich. Dann, ja, ich denke einfach, das hat einfach Gutes getan. Was hat dir besonders gut gefallen in der Zusammenarbeit? Diese Unterstützung. Mhm. Und das ist genau, was ich damals gebraucht habe. Weil das war... ich habe das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Natürlich, das ist mein Business, das ist natürlich also mein, also ich bin dafür also zuständig und natürlich nehme ich auch das alles, aber ja, aber das ist halt das Gefühl, dass okay, es gibt jemanden da, ich kann jemand noch was fragen. Also und das fand ich sehr wichtig.
Das freut mich sehr zu hören. Würdest du uns weiterempfehlen? Ja klar, ich habe doch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie gekommen sind oder nicht. Also ich habe deine Rezension gelesen auf Google und auf Proven Expert. Vielen Dank dafür. Was sind die drei wichtigsten Learnings, die du anderen Gründern weitergeben würdest? Also erstmal habe ich das vorhin gesagt, aber Mindset. Also Mindset auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn man am Anfang allein ist, also wenn das Einzelunternehmen ist, also Mindset, das Wichtigste. Also einfach sehe, dass du, ne, also im positiven Mindset bist, die Leute, die in deiner Umgebung auch positiv sind und auch dich unterstützen können, das ist sehr, sehr wichtig. Zweitens, also hab keine Angst, Hilfe zu fragen, das habe ich vorher gehabt, aber wie gesagt, also wir brauchen alle Unterstützung in irgendwelchen Bereichen, ne, im Leben, also, und das ist wichtig. Und drei, hab auch Spaß dabei. Hab auch Spaß dabei, weil manchmal nehme ich auch mich zu seriös und dann denke ich mir, hey, also das Leben will niemand hier, also weiter lebt nach, ne, wir alle gehen. Also irgendwie, die Zeit ist jetzt, mach Spaß dabei, was ist, ist, ist eine Erfahrung und es kann nur positiv sein. Mindset, um Hilfe fragen und Spaß haben. Ja. Den hatten wir in jedem Fall. Yay. Die wichtigste Frage, die unsere Kunden und mich interessiert, dürfen wir noch Schokokuchen essen? Ja, natürlich. Ja, klar. Danke, auch. Sehr beruhigend. Natürlich, ich esse auch ab und zu. Und das ist genau das Ding, was ich auch meine Kundinnen beibringe. Das ist alles Balance quasi, Idee. Das bedeutet, Essen ist Essen. Essen ist nicht gut oder schlecht oder... Also Essen ist einfach Essen. Die Frage ist, wie wir das sehen. Und wenn ich denke, okay, also ich bin in Diät und darf ich keine Schokolade oder darf ich keine Kuchen essen, dann werde ich so einfach irgendwelche Gewohnheit davon lernen, dass ich das... Das ist verboten. Und dann irgendwann werde ich so eine Craving haben und dann esse ich nur Kuchen. Und das passiert auch viel, viel zu oft, wenn wir in so einen Diätrhythmus gehen und dann nehmen wir ab, super, aber dann nach einem Monat oder zwei Monaten, dann nehmen wir wieder zu und doppelt so hoch, wie wir abgenommen haben. Also das macht keinen Sinn und wir wollen das nicht mehr. Nee, das wollen wir nicht. Gut, genau. Also lieber jeden Tag ein Stückchen Schokokuchen. Vielleicht, aber wir können davon noch sprechen. Gut, vielen Dank, Remi. Schön, dass du heute hier warst. Liebe Zuschauer, wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne den Like-Button und abonniert den Kanal, damit ihr zukünftig auch solche Videos mitbekommt. Wenn du Fragen zu deiner Gründung hast, stell sie gerne unter den Kommentaren.